Hallo und herzlich willkommen zu Summer in Mara. Das ist immer so schön hier mit den Kirschblüten im Hintergrund. Wunderbar. Wir ernten jetzt erstmal unseren ganzen Scheiß hier auf den Feldern. Und dann müssen wir mal gucken, was so für Aufgaben anstehen. Schon wieder länger nicht gespielt. Vor allem jetzt der Adventskalender, die ganzen Türchen vorzuproduzieren. Da die Folgen da auch immer ziemlich lange gehen. Meistens nicht nur 20 Minuten, weil ich in einem angezockt... Ja, in 20 Minuten kann man oft nicht viel zeigen tatsächlich, bei den wenigsten Spielen. Deswegen ist das schon so ein kleiner, ja, so ein kleiner Zeitfresser. Und mit den Together-Folgen dann noch, die jeden zweiten Tag circa kommen, ja, ist es alles momentan ein bisschen viel auf dem Kanal. Deswegen kommt Summer in Mara jetzt ein bisschen verspätet. Aber das kennt ihr ja schon, ich meine, das ist ja öfter mal, dass die Folgen auch ein bisschen später kommen. Ist auf dem Kanal ja nichts Neues. So, hier, die hätte ich gerne. Und ich habe da gesehen, dass da auch eine Orange hängt. Oder liegt. Hängt die nicht gerade noch am Baum? Seltsam. So, was sehen wir denn Schönes? Haben wir überhaupt was? Oh ja, wir haben sehr viel. Sehr gut. Vergangenheit Janine hat also Samen gekauft. Das ist gut. Sehr schön. So, dann gibt es hier jetzt eine ganze Reihe rote Beete einfach. Hm. Wir müssen aber auch unbedingt Baumwolle pflanzen. Das würde ich da hinten auf den Feldern machen. Vielleicht die ganze Reihe da einfach. Mache ich hier eine Eggplant. So. Und dann gibt es hier einmal durch, würde ich sagen, Baumwolle. Wir haben zum Glück richtig viele Samen dabei. Die hatte ich gekauft, ne? Ich kann mich dunkel erinnern. Und vielleicht hatten wir sogar noch welche gefunden. Ich weiß es nicht. Scheinbar. Ich glaube, so viele habe ich nicht gekauft. Hätte ich nicht gekauft. So, dann kann man auch auf das Feld hier links noch eine Sache machen und dann... Ja, können wir irgendwas anderes tun. Ah, was nehmen wir denn da? Schön, eine Zwiebel. So. Und natürlich gießen wäre hier eine gute Idee. Na, auf die andere Seite komme ich jetzt leider nicht. Na doch. Oh, doch. Oh, tatsächlich, geschafft. Ah, was? Okay, das ist komisch, dass das Feld nicht erwischt wurde. Naja, gut. Lassen wir es. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier unser Gelände einmal ab, würde ich sagen. Sammeln ein, was einzusammeln geht. Und dann gucken wir, ja, wie es um unsere Aufgaben derzeit aussieht. Da bin ich mir tatsächlich gerade, ja, nicht nur unsicher, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, was wir eigentlich machen wollten. Die da hinten, die Früchte nehme ich auch noch mit. Ich glaube nämlich, wir brauchen auch wieder Säfte. Oh, wow. Mensch, die hat ja einen richtigen Kick drauf. Interessant. Auch noch nicht gesehen. Geht das bei den Orangen auch? Moment, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Hä, wie habe ich denn das gemacht? Hm, keine Ahnung, wie das gerade ging, dass die sie so weit weggekickt hat. Auf jeden Fall war es lustig. Okay, so, dann gucken wir doch mal. Wollte ich nicht Brahms Rucksack basteln? Ich kann mich erinnern. Das Problem ist, den Rucksack kann ich so nicht basteln, ne? Das war... Die Baumwolle, die uns da nämlich fehlt. Okay, die ist ja jetzt gepflanzt. Also, ich glaube auch, wir haben da letztens keine mehr abgeerntet, oder? Wir können ja mal kurz gucken gehen, aber ich glaube nicht. Gehe ich jetzt auch einfach mal. Könnte ich jetzt im Inventar nachgucken können, aber hey. Hatten wir hier noch was? Nee. Der Ru... Ach doch? Oh. Okay, irgendwoher hatte ich wohl doch schon Baumwolle. Na gut. Dann haben wir das jetzt tatsächlich. Ich mache mal noch Seil. Warum habe ich so viel Baumwolle? Bin überrascht. Und dann würde ich gerne noch hier ein bisschen Saft machen für uns. Hm, hier geht leider nur einer. Okay. So, vielleicht machen wir... Na, ah, das Öl will ich nicht. Nee, lassen wir. So reicht. Gut, dann wissen wir ja, was wir machen. Wir fahren zu Brahm mal wieder. Auch mit dem unterhalte ich mich immer gerne. Da fahre ich gerne hin und helfe ihm. Mal gucken, was danach passiert. Eine Frechheit, dass wir ihnen einen neuen Rucksack machen müssen, nur weil die blöde... Wie hieß sie? Unsere kleine Cat Lady. ihm die Sachen geklaut hat. Mario. Genau. Hatten wir bei Mario noch Aufgaben? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Gott, was passiert, wenn man so viele Spiele nebenbei spielt und länger ein Spiel vernachlässigt? Das ist, mache ich eigentlich nicht gerne. Naja, Prioritäten momentan. Adventskalender gerade ein bisschen wichtiger. Standi ist auch sauer, wenn ich mich mit ihm spiele.
Und ja, nebenbei auch noch irgendwie die Masterarbeit schreiben. Ihr wisst ja. Ihr wisst ja, wie es momentan bei mir aussieht. Deswegen weiß ich auch, dass ihr mir nicht böse seid. So, Bram. Oh. Wer hat denn hier schon wieder... Boah, wer schmeißt denn so viel Müll an den Strand? Also ganz ehrlich, das ist ja nicht mehr nur... Ich habe aus Versehen eine Plastikflasche verloren. Das ist ja wirklich der ganze Hausratsmüll, der liegt da. Danke, Koa. Brr, toll, dann kann ich weiter Essen ausliefern. Nicht zu danken, Bram. Es tut mir leid, dass Mario so gemein ist. Wenn sie dir noch einmal Probleme machen sollte, sag mir Bescheid. Ja, sag ich ja. Wieso ist Koa nicht? Komm vorbei, wenn du eines meiner Gerichte probieren möchtest, Brr. Okay, ist das dann jetzt mit Bra erstmal erledigt? Mit Bram? Ah, hier haben wir noch dieses schöne Rezept von Dunna, okay. Ja, das ist auch noch so eine Sache, die können wir ja nicht abbauen. Ananas, immer noch nicht gefunden. Das Gemüse zu Lizio bringen. Ja, das können wir jetzt machen, das haben wir tatsächlich. Wo ist denn Bram hier? Was war hier? Haben wir noch nicht, okay. Ja, dann Lizio, dann ist es jetzt... Oh, Mario hat einen neuen Auftrag für uns. Okay, ich rede wirklich... Ach doch, ich rede schon gern mit ihr. Es sind schon lustige Gespräche, aber sie ist echt... Sie ist kein netter Mensch. Oder was auch immer sie ist. Koa, möchtest du eine Piratin werden? Nee, eher nicht. Du traust dich nicht, stimmt's? Nein, ich habe einfach keine Lust. Ich wette, du traust dich nicht, zur mysteriösen Insel zu fahren und den Baum auf der Spitze der Insel zu berühren. Hab ich schon gemacht. Warum auch? Du könntest dir meinen Respekt verdienen. Das ist alles? Ich kann dir zunächst noch zwei Fajitas und ein Katzenküsschen geben. Ah, oh, ein Küsschen von Mario. Okay, das ist schon kindlich. Abgemacht, aber keine Küsschen. Ey! Aber wir waren schon da, das ist so ein bisschen... Ich bin wieder da, ich habe getan, was du wolltest. Okay, gut, das ist gut, dass das funktioniert. Wirklich? Ja, ich glaub dir kein Wort. Ich hab's getan, Ehrenwort. Hast du irgendwelche Beweise? Zeigen? Nee? Du hast gesagt, ich soll den Baum berühren. Du warst also ganz allein dort und sagst mir jetzt, dass du den Baum berührt hast. Woher soll ich wissen, dass das die Wahrheit ist? Weil es wahr ist. In Ordnung. Hier hast du eine Fajita. War nicht zwei abgemacht? Aber du hast mir zwei versprochen. Ja, aber eine habe ich schon gegessen. Süß. Also gut, das ist schon niedlich. Mit den Krümeln da um den Mund. Koa, Koa. Okay. Keine Aufgaben mehr, bin ich fast froh. Hier gibt's nichts zu holen. Okay. Ach Mensch, gut. Auf zu Lizio. Ach, die Mayo, die ist schon eine Nummer für sich. Hier ist ein Apfelhündchen. Und einmal streicheln. Komm doch bitte mal auf meine Insel. Bitte. Du auch. Ich krieg die Hunde hier einfach nicht. Das ist so gemein. Vielleicht kriegt man die Stadttiere auch nicht. Das könnte natürlich auch sein, dass man nur Tiere kriegt, die auf anderen Inseln rumhocken, aber nicht die Stadttiere hier. Vielleicht gehören die ja jemanden. Ich versuche gerade die Haustiere von irgendwelchen Leuten ja, zu überreden, zu mir zu kommen. Das ist natürlich auch so ein bisschen gemein vielleicht. So, Lizio. Lizio ist immer hier irgendwo, ne? Da? Da? Ich weiß es nicht genau. Da oder da? Wir schwimmen einfach mal. Wir schwimmen. Wir schwimmen jetzt hier nach Westen. Wozu das Boot nehmen? Koa kriegt das schon hin. Die schwimmt das auch. Demnächst melden wir uns auch bei Olympia an. Gibt es bei Olympia Schwimmen? Ich weiß es nicht. Tatsächlich habe ich mich noch nie für Olympia oder irgendwas Sportliches interessiert. Gerade mal früher ein bisschen WM mitgucken und EM, aber auch nur, ja, weil, weiß ich nicht, wegen der Gesellschaft. Aber nicht, weil es mich wirklich interessiert hätte, tatsächlich. Oh, warte mal. Ach nee, das ist eine normale Kiste. Ah, ich dachte gerade, das ist ein Tierchen. Mir wurde gesagt in den Kommentaren, dass die Tierchen immer wieder nachspawnen, wo man die gefunden hat. Das ist natürlich auch interessant. Hier! Ah, danke, Schiffsmädchen. Hier hast du den Schlüssel. Oh Gott, wo war denn jetzt die Insel, wo wir den Schlüssel brauchen? Oh je. Ich würde gerne nochmal... Moment. Ach, hier kann man sogar Schlüssel kaufen von ihm, okay. Auch eine Schatzkarte, wenn man möchte. Kann man eine Schatzkarte mitnehmen? Ich könnte ihm Papier verkaufen und Eimer, aber dann... Wir haben nur einen Eimer, den lasse ich jetzt mal. Ein Ruder. Oh, ein Schal nimmt er richtig toll. Okay, wir geben ihm mal unseren Schal. Stoff würde er auch ziemlich teuer kaufen. Wahrscheinlich, um die Segel zu reparieren. So, erstmal das. Kaufen wir eine Schatzkarte? Ach nee, wir sparen mal eben unser Geld. Kann ich mit dir nochmal reden eigentlich? Koa, schnell, komm her. Stimmt etwas nicht? Na, hi, Mitglied meiner Kuh hat bald Geburtstag. Und wir wollen das gemeinsam feiern. Ich bin dabei. Nee, nein, das meinte ich eigentlich nicht.
Wir brauchen einen Geburtstagskäse. Wäre eine Torte nicht besser? Nein. Die Sonne hier auf dem Ozean ist heiß, dass eine Torte sofort schmelzen würde. Stimmt. Wir haben es bereits mehrmals versucht, aber es ist immer schief gegangen. Hm, in Ordnung. Ich werde einen Käse für dich machen. Aber ist Käse in der Hitze nicht auch ein bisschen eklig? Vielen, vielen Dank. Hier hast du das Rezept für einen Geburtstagskäse. Okay. Gut, Geburtstagskäse. Verstehe. Sehr gut. Geburtstagskäse kann nicht schaden. So, wo brauchten wir denn jetzt? Jetzt muss ich wirklich nachgucken. Ich muss mal kurz vom Schiff. Sonst komme ich hier ins Menü nicht rein. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich den Geburtstagskäse dann herkriege. Aber das wollte ich gerade nicht nachgucken. Ach, die Blume ist ja auch noch. Ach, und einmal tauchen muss ich auch noch? Ernsthaft? Okay, das habe ich wohl vergessen. Okay, Moment. Ja, das mit dem... Ich sehe scheinbar das nicht mehr, wo die Insel mit dem Schatz war. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Hier ist jetzt nur noch der Käse. Wo war denn das? Es muss ja eine der neuen Inseln gewesen sein. Die, die oder die. Hier waren wir zuletzt. Die kann es nicht gewesen sein. Es muss eine von denen gewesen sein, oder? Nakitu vielleicht. Okay. Und wo ist das Tauchen? Habe ich überhaupt eine Taucherbrille? Ist auch die Frage. Da. Okay. Na gut. Das ist natürlich nicht machbar für uns. Da kommen wir noch gar nicht hin. Okay, dann würde ich sagen, ich fahre hier erstmal runter und gucke, ob ich irgendwo die Insel nochmal mit dem Schatz... ja, runter. Hey. Entschuldigung. Kurz nicht auf den Kompass geschaut. Oh. Ich sehe gerade, uns geht ja langsam der Tank aus. Ui. Da werden wir uns auch bald kümmern müssen. Ich kann mich aber echt nicht entsinnen. Mist. Das ist das Problem, wenn man lange nicht spielt. Dann weiß man einfach nicht mehr, wo was war. Oh, ach, guck mal. Haben wir nochmal einen Küken gerettet. Schön. Das hier war es nicht, oder? Warte mal, doch, das war es sogar. Oh Gott. Das war Rosa Island. Okay. Habe ich mit der Krabbe hier schon gesprochen? Ja, verdammt. Halt. 2 days from now and it will be our second... Ja, gut, das hatten wir schon. Ich glaube, das hatten wir schon mit dem Jahrestag. Bin ich der Meinung. So, Küken, warte. Ja, warte. Wo könnte der Schatz... Ja, wir haben den Schatz schon gefunden, Kua. Also wirklich. Erstmal nehmen wir die Äpfel mit. Die Häschen rennen weg, ne? Ja, okay. So, dann los. Oh, okay, das war nett. Das war jetzt nicht storytechnisch irgendwie nötig, aber sehr schön, dass wir ein bisschen was an Kohle bekommen haben tatsächlich. Mit dir habe ich auch schon geredet, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn die hier so rumsteht, habe ich das schon. Okay. Gut, dann jetzt. Ja, was jetzt? das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Wir haben so ziemlich alles aufgedeckt. Wir haben die Quest, die wir noch haben, können wir nicht machen. Warte mal, wie war das hier? Thai-Salat. Da könnten wir ja mal gucken, ob wir den Salat machen können. Wie gucke ich denn das nach? Was ist denn hier Thai-Mas? Da. Eggplant und normalen Salat. Okay, das müssen wir nur ernten. Und wir haben gerade Eggplants drauf, das ist gut. Dann müssen wir noch den normalen Salat ernten. Okay, das kriegen wir, immerhin das kriegen wir hin. Müssen wir nur zu unserer Insel nach Hause. Wo sind wir? Da sind wir. Ja, ist ein bisschen doof, ne? Wir können das, die Metalle für Dings können wir nicht abbauen, weil uns da eine bessere Spitzhacke fehlt, was ich immer noch seltsam finde. Weil wir die Quest einfach auch schon so übelst lang mit uns rumschleppen, was ich seltsam finde, dass wir die Materialien nicht holen können. Zu dem einen Ort kommen wir nicht, wo wir tauchen sollen. Der ist noch weiter weg. Wir... Mensch, das ist ein bisschen verzwickt gerade. Den Ananassalat kann ich auch nicht machen, weil wir keine Ananas bisher gefunden haben. Ich konnte sie weder irgendwo kaufen, noch selber pflücken, soweit ich das gesehen habe. Weil sonst hätten wir die auch schon. Also ich nehme ja gewissenhaft alles mit, was ich irgendwo finde auf den Inseln. Wenn es dort Ananas gegeben hätte, hätten wir sie schon in unserem Besitz, würde ich sagen. Ach, na hi, wer ist denn da? Mit dir kann ich auch nicht mehr reden, ne? Nee. Okay. Schade. Wäre auch schön gewesen.
Was war das hier jetzt? Achso, ich bin zu Hause. Okay. Okay. Nee, ich bin nicht zu Hause. Hä, wo bin ich? Ach da. Oh, ich bin. Hä, wie bin ich denn hier hingekommen? Ja, wir können trotzdem hier mal kurz gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, hier ist gerade nichts mehr, ne? Ach doch, da hinten so ein bisschen Materialien. Mineralien, entschuldigung. Kai ist auch hier. Schön. Dann nehmen wir mal das Zeug mit. Wenn wir es jetzt nicht wirklich nötig haben, aber hey. Wenn wir hier gerade schon aus Versehen gelandet sind. Hey, was machst du hier? Nö, beschäftigt. Okay, alles gut. Wollt nicht stören. Hm. Ja, sonst ist jetzt hier auch nicht wirklich viel zu holen, tatsächlich. Kann ich die Ente füttern? Ja. Ja, mal einmal fischieren. Weggelassen. Vielleicht kommt es ja mit. Vielleicht auch nicht. Kann man auch einmal angeln. Muss ja auch mal sein. Oh, schick. Ah, Gott. Mensch. Okay. Gemeines Aas. So, wenn man erstmal. So schwer ist es nicht. Es ist kein Stardew Valley hier. Also, das Angeln hier ist noch einigermaßen okay. So. Haben wir das? Dann ab nach Hause. Wird auch langsam schon duster, wie wir sehen. So, dann wieder nach Norden, ne? Wir waren gerade aus Versehen drunter. Ich weiß gar nicht, wie bin ich denn da gelandet? Hätte ich nicht von Roso Island. Bin verwirrt. Naja. Alles mitnehmen, was unterwegs zu holen ist. Dann, wenn wir zu Hause sind, vielleicht können wir noch kurz da auch noch ein bisschen Mineralien abernten. Ich weiß nicht, ob die schon wieder da sind. Obwohl, ich glaube, das hatten wir erst gemacht. Das könnte sein. Oh, ja. Das ist schön. Also Hühner haben wir mittlerweile viele, aber ich kriege einfach kein Schweinchen. Das ist ein bisschen traurig. Ich hätte wirklich gerne Schweine. Menno. Naja. Irgendwann. Irgendwann werden wir Schweine haben. Und Kühe und Elefanten und einen ganzen Zoo. Na gut, vielleicht das nicht unbedingt. Ich glaube, ein Elefant passt nicht rauf. Hm. Vielleicht kann ich ja schon Salat herstellen. Wenigstens den normalen. Ja, Mineralien, glaube ich, ist noch nicht zu holen tatsächlich. Also bin ich stark der Meinung, dass es noch nicht ist. Ach, mal, da habe ich Dünger drauf gepackt. Das kann ich natürlich auch machen. Ich kann ein bisschen mit dem Dünger rumrennen. Aber das ist echt eine ganz schöne Verschwendung, wenn man bis dahin rennen muss. Hat jetzt wieder irgendwie ein bisschen was abbekommen? Ach so, stimmt. Das funktioniert ja wieder nur bei denen, die man schon gepflanzt hatte, ne? Also gerade erst gepflanzt hat. Bei denen scheint das nicht zu klappen. Okay. Habe ich schon wieder verplant. Hier irgendwas Schönes. Wir können auch mal einen Schal herstellen. Die lassen sich ja gut verkaufen. Dann Kupferbarren. Wenn wir das gerade da haben. Mit den Steinen sollten wir auf jeden Fall auch was machen. Das waren schon wieder viele, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe. Machen wir mal Bretter. Gut, dass wir ein endloses Inventar haben. Da bin ich sehr froh drüber. Mache ich nochmal Pflanzenöl. Was können wir denn noch Schönes tun? So, Salat. Nee, geht noch nicht. Oh, Tomate. Oh, nee. Ich habe keine Tomaten. Verdammt. Ich habe keine Tomaten. Ich habe auch keine Tomatensamen, ne? Das ist, glaube ich, auch nicht. Wo sehe ich meine Samen? Warte mal, brauchst du bitte? Sind hier Samen dabei? Ach ja. Nee, ich habe gar nichts mit Tomaten. Moment, die habe ich doch irgendwo bekommen, ne? Ah, aber wo? Ui, okay. Ich glaube, ich muss nochmal hart überlegen, wo es Tomaten gab, weil wir sonst ein Problem mit dem Salat haben tatsächlich. Okay, Leute, dann schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir gehen jetzt erstmal schlafen.